Tag nicht mehr warten. Können wir irgendwas anderes tun? Ich nehme einen Treiber und hau von da an hinten ins Haus rein. Da haben die Leute mehr davon, wirklich. Herzlich willkommen aus dem Sala Springs Golf Resort. Heute gibt es ein 2 gegen 2 Texas Scramble Match auf ganz, ganz hohem Niveau. Geht gleich gut. Bernd und ich gegen Gernot und Andi. Noch eins, Paar 5 und es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Paar 5, 521 Meter, Holz 3, den Ball hoffentlich ins Spiel bringen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Bernd, erstmalig unter Druck nach meinem verzogenen Abschlag. Leicht erfroren, frische Bedingungen heute. Kühle Nordbrise. Andi dehnt sich auch noch auf. Ja, echt nicht so warm. 7 Grad, ungarischer hat 7 Grad. Wind. Da hat es gefühlte minus 2. Guter Drive, Bernd. Den nehmen wir. Super. Ja, da liegt. Ja, da liegt. Bravo. Ball im Spiel. Wir suchen einen Kiel 3. Wir suchen einen Kiel 3. Gernot startet. Er haut mal einen weg, hat er gesagt. 1. Guter Abschlag, Gernot. Ball im Spiel. Jetzt kann der Andi riskieren. Ja, Mitte Bahn wie immer. Den werden wir finden, den Kiel. Der Herr ist eine echte Maschine. Das ist wurscht. Er ist im Spiel. Und auch Andi mit dem Driver. Perfekter Drive. Der sollte richtig gut passen. Die Fairway-Mitte hat er gefunden. Super Abschlag, Andi, bravo. So, Bernd, beste Ausgangslage. Falscher Schläger. Falscher Schläger. Hast du jetzt einen Philipp sein genommen? Geht's da wie Gernot mit mir vorgestern? Ball liegt. Ball liegt, genau. Für mehr können wir aber jetzt auch nicht sagen dazu. Sicht beschränkt, eher die Links-Rechts-Kurve zu präferieren. Ja, sehr gut. Und die Kanada, Bernd. Super Schlag, Bernd on fire. Jawohl, sehr gut. Ja. Philipp, du wirst ja wieder komplett durchgedrungen durch aber den Texas Scramble. Ich bin Texas Scramble Partner. Kannst du natürlich jetzt riskieren mit dem Holz 3 und drauf fahren. Ja, das war richtig gut. Unglaublich, wie oft ich von da halt die letzten 3 Tage schon gute Schläge gesehen habe. Ja. Sauber, Jungs. 265 grün Anfang. 265 Meter grün Anfang. Gernot, das schaffst du. Ja, mit 2 Stoppstrategie. Jetzt heißt Bunker aus dem Spiel nehmen. Oh, super Schuss. Kerzen gerade. Bravo. Der perfekte Layup. Andi, zufrieden mit deinem Partner? Ja, mein Partner ist eine Bank, habe ich gerade gesagt. Dein Partner in Crime. Ist eine Bank. Gernot, die Legende. Performt unglaublich hier in Sala Springs. Schauen Sie sich den Herrn an, wie er da steht, diese Maschine. Holz 3 Attacke, Andi? Ja, es wäre eigentlich Driver auf the Deck, aber es ist, das Grün ist einfach eher abgesichert, sage ich. Ja, links rüber. Ja. Da wird es wahrscheinlich gerne zu einem Ball werden. Mal schauen. So, Bernd, wieder als erstes dran mit der Begründung, falls ich Scheiße baue, kannst du es ausbaden. Ja. Ich finde, das ist eine recht gute Team-Mentalität im Texas Scramble. Geht schon los, Bernd. Zeig uns, was der Philipp auszubaden hat. Wie viel Meter? 77. 77. Lobwedge. Sind dann eine. Auwe, glaube ich, heißt so viel wie ich habe das Green nicht getroffen. Philipp, jetzt nur du nicht auch noch an. Auwe. Auwe, Schlag. Ja, das schaut besser aus. Auwe. Auwe, jetzt können wir Auwe sagen, der war ganz gut nämlich. So, Gernot, kommt jetzt dein berühmtes Fat Wedge. Ja, er sagt klassisch ja. Oh, feine Klinge. Super gespielt, Putt zum Birdie ist da. Andi, was ist dein Plan? Ja, noch ein bisschen näher zubelegen. Noch näher zubelegen, mit was? Mit dem Sandwedge, sobald es sauber ist. Wie viele Meter hattet ihr? 71. Oder habt ihr?
74 mit dem Sandwich. Die Klinge wird geputzt und jetzt geht es so richtig rund. Ja, super Treffer, gute Richtung. Nur zu kurz, aber sehr gut. Keine Langheit man braucht. Kein schlechter Schlag, Andi, oder? Ja, passt schon. So, Gernot, was ist dein Plan? Einfach einhängen, irgendwie. Einfach irgendwie einhängen. Par zum Birdie, Loch 1, Par 5. Ja. Schade, Gernot, schade. Kein schlechter Putt. Den kann man schenken. Und da kommt auch schon Andi. Er hat das Birdie-Face aufgesetzt. Ja, das hat der Gernot auch schon aufgehabt. Und dann liebt er aus komplett. Unverdient. Unverdient auf Loch 1. Pech. Aber fürstlich. Oh. Ah, schade. Und damit steht das Paar auf eurer Scorekarte. Zum Gewinn des Loches, zum der Birdie-Putt. Oje. Oje. Somit bin ich gefordert. Hauen auf die linke Lochkante. 33% von den Putts gehen statistisch gesehen nicht rein, Bernd. Vor allem jetzt noch der Controller richtig. Das musst du immer im Blick haben. Also Bernd, der geht sicher rein, aber ich habe meinen schon verschoben. Linke Lochkante und rein damit. Bravo Bernd, Birdie! Jawohl. Super Bernd, damit gehen wir in Führung. Lag mehr an dir als an mir, Bernd, super. Loch 2, Eisen 5, 170 Eisen 5, Meter. 170 Meter, die Diskussionen sind vorüber. Es sind 170. Und nicht 167. Und nicht 167. Richtung Bunker. Nun Philipp mit dem Eisen. 6. Eisen 6. Legt ihn vor. Der Layup, der auch klassische. Eine gute Idee natürlich. Na. Haben wir leider nicht aufkommen gesehen, dürfte hinter dem Zipfel dort verschwunden sein. Und nun die Maschine Gernot. Mit dem Eisen. 4. Eisen 4. Ja, gute Richtung. Zieh. Vor dem Bunker, kein schlechter Schlag. Am Par 3. Andi kann jetzt riskieren. Und Andi mit dem Eisen. Eisen 5. Eisen 5 vom Andi. Ja, super wow. Schwung. Der ist auch nicht länger als Gernot seiner. Nein, beinahe ident. Philipp und Bernd entscheiden sich für das geringere Übel, wie sie es nennen. Auch kein leichter auf die kurze Fahne. Etwas zu lang, aber den nächsten können sie von dort sicher aufs Grün spielen. Auch Bernd versucht sich an dem schweren Flopshot. Glücklich aufs Grün gesprungen. Da sind wieder da, die Jungs. So, Gernot, wir sind schon am Grün, du noch nicht. Aber die Chancen stehen 50-50. Die Chancen stehen 50-50, dass er das Grün trifft. Von hier. Schwerer Schlag. Elegant gelöst. Ja, kein schlechter Schlag, bravo. Gernot, jetzt kann Andi riskieren. Gegen mich hängt das solche ja schon mal ein, aber mit mir? Selten. Boah, der war sehr knapp, schade. So, das ganze Aimpoint-Prozedere haben wir Ihnen erspart. Wir steigen gleich ein in die Ausführung. In der Zwischenzeit auch der noch zum Anschauen. Auf einmal sind es nur 2% Neigung oder einfach nicht 50 km/h Topspeed. Schade. Schade. Der ist geschenkt. Und damit das Bogey auf der Karte. Ist immer gut, wenn man nach dem Birdie gleich ein Bogey nachlegt, oder ja, Philipp? Aber nach dem Paar ist das Bogey halt sehr bitter. Und damit kommen wir zum Gernot. Bogey ist ein zweiter Vorname. Richtig. Ja, sehr schöner Putt. Bravo Gernot! Bravo Gernot! Nicht in der Nähe des Loches, bravo. Sicher vorgelegt, jetzt kann der Andi riskieren. Er ist geschenkt, Gernot, guter Putt. Und Andi, gleiche Strategie, sicher ablegen. Das Bogey absichern. Entschuldigung. Mal loche ich nicht über meinen Partner. Aber der war gar nicht mal so gut. Aber da weiß ich einfach, den macht er normalerweise blind. Da noch ein bisschen kaltes Bratzerl haben. Auf alle Fälle, im ersten Moment hat es wirklich blind ausgeschaut. Und auch der ist weg. Und nach dem Paar ist das Bogey natürlich eine, naja, kleine Niederlage, kann man sagen. Weiter geht's bei Loch 3. Bernd, die 3, ein kurzes Dogleg, Paar 5. Wie viel hat's? 560.
560 Meter. Spielt sich wie 700. Bei dem Wetter und bei dem Gegenwind spielt sich wie 700, meint der Philipp. Der Bernd braucht dafür nur ein Dreierholz. Bei was man links rein ist, nicht komplett wurscht ist. Oder rechts. Oder rechts. War ist der schlecht. Normalerweise wollte ich gerade sagen, kommt von Philipp an der Stelle das Kommentar, da hinten macht es auf, der liegt fix. Warum weiß er das? Weil er dort schon selber das ein oder andere Mal gelegen ist. Philipp, heute mal mit der Färbe. Zweitwohnsitz ist da drüben. Zweitwohnsitz. Ja, der schaut ganz gut aus. Sehr viel Routine gespielt. Und beim Stichwort Routine sind wir schon bei dem Herrn. Die Routine himself, Gernot. Mit dem Driver, wahrscheinlich mit der Bahn wie immer. Ja, elegant, so kennen wir ihn mit der Bahn. Ein echter Fairway-Splitter. Super, Gernot, perfekter Abschlag, bravo. Danke. Zufrieden? Passt. Andi, kannst du ihn weiterhauen als Gernot? Können schon. Wollen, nein. Bringen tut's da wenig. Da es ein sogenanntes Hundebein ist. Ich glaube, der ist, glaube ich, der perfekte Schlag hier. Viel besser kann man den da hinten nicht platzieren. Und trotzdem wird es drei Schläge brauchen bis zum Grün. So, Bernd, Nummer 2. Holz 3. Holz 3. Vorlegen. Vorlegen. Zwischen die Bunker lang. Vor das Wasser. Ah, vor die Bunker, okay. Na ja, da kommt Wasser wieder ins Spiel. Liegt. Bravo. Ein sehr fragendes Liegt, aber ich glaube, er liegt wirklich. Echt, aber brutale Linie, muss man sagen. Tigerlinie. Etwas weiter links. Ja, der war astrein. Genau Richtung dem großen Bunker da hinten. Die perfekte Linie. Tigerlili. Hollywood Golf. So, Gernot. Ganz besonders schwer sind solche Schläge, wenn man das Hindernis auch wirklich vor der Nase hat und sieht, dass man einen Ball verlieren kann. Schlag 2, Holz 3 von Gernot. Mit der Ausrichtung kann er normalerweise gar nicht ins Wasser gehen. Wäre aber möglich gewesen. Guter Schlag von Gernot. Der schlecht, war der schlecht. Guter Schlag, Gernot. Liegt. Und jetzt kommt der Andi. Gleiche Strategie. Naja. Rechts zielen, links spielen. Ich habe mal ein bisschen einen anderen Schläger als der Gernot in der Hand. Driver. Driver. Driver, der Herr will es wissen. Hier sind 560 Meter. Wo müssen wir einen Meter machen? Ja, richtig guter Schuss. Perfekt getroffen. Super Drive. Bravo. 105 Meter Rest für Bernd und Philipp. Ja, da sind wir drei Tage nicht gelegen. Wirklich zwei sehr, sehr gute Schläge von den Herren. Und 30 Meter weiter vorne noch Andi und Gernot. Ja, haben wir wirklich Glück gehabt jetzt. Zwei super Schläge von Gernot. Bernd, 105, was ist 105, der Plan? Pitching Wedge. Richtung. Dem Herrn werden wir noch die Uhr lernen. 9 Uhr hat er, glaube ich, nicht, Philipp. Philipp mit dem gleichen Plan, nur von 10 Uhr. 10.30 Uhr. 10.30 Uhr sogar. Da wird die Startzeit auch noch nachgeliefert. Ja, der holt die Ofen, die Kartoffeln wieder aus dem Ofen, oder wie man das sagt. Wenn einer das Grün trifft. So, Gernot. Hol die Kartoffel aus dem Ofen. In der feinsten Skiausrüstung. Hol die Kartoffel aus dem Ofen. Hol die Kartoffel aus dem Ofen. Mit welchem Gerät wird angegriffen, Gernot? Wahrscheinlich ein Sandwedge. Wahrscheinlich ein Sandwedge. Aus welcher Distanz? 77. 77 Meter. Go. Meter längs und kurz. Go. Ja, dann lass er reinrollen. Könnte am Grün abgelegt sein. Aber Kartoffeln wurden keine aus dem Ofen geholt, oder Andi? Leicht verbrannt, die Kartoffel von Gernot. Ja, der schaut sehr gut aus. Passt die Länge. Zu kurz leider. Und Gernot mit dem Chip. Er geht volles Risiko. Er geht volles Risiko. Schade. Aber das Bogey scheint gesichert zu sein. Jetzt kann Andi natürlich versuchen, mit Chip Putt ein Paar zu spielen. Oder möchte er ihn gleich einputten? Es schaut danach aus. Ja, ich weigere mich da jetzt nochmal zu chippen, wenn ich 77 Meter Rest gehabt habe. Ja, der wird verhungern. Und da bleibt ihnen noch Arbeit übrig, den Herren. Die Herren haben das Grün mit 3 getroffen, Putten zum Birdie, aber kein einfacher Putt.
spricht noch mehr die Information, die Philipp noch mitbekommt. 5%. Wer bietet mehr? Wie im Aktionshaus schießen da die Prozente nach oben. Wie viel sind es jetzt, Philipp? 6% werden gespielt. Mhm. Der hat aber 100% zu wenig Tempo gehabt. Ja, nehmen wir gerne mit das Paar. Aber das Paar wird es mitnehmen, ich hab's befürchtet. Und jetzt gern mit dem Paar zum Paar. Den letzten Part hat er rechts gemisst. Den wird er sicher nicht rechts missen bei dem Break, oder Gernot? Nein, den misst er links. Den misst er links, das war zu erwarten. Bogi geschenkt, guter Slapshot von Gernot. Und jetzt kommt Andi. Gernot im Hintergrund flucht noch ein wenig. Das ja, gibt mir Auftrieb, wenn der Partner sich schon aufgibt. Auf Loch 3. Auf Loch 3. Schade. Nicht, oder? Und damit haben die Herren das Bogi. Das nächste Loch ein Paar 4, 321 Meter. Und Bernd wird mit dem Driver vorlegen. Jawohl. Ja, der ist perfekt, Bernd. Super Drive. Besser geht er kaum. Perfekter Drive. Super, Bernd. Philipp überlegt sich schon überhaupt noch abzuschlagen. Er will Bälle sparen, sagt ja, er. Ja, wenn es ein wenig wärmer wäre, würde ich mir den sparen. Aber so, um warm zu bleiben. Gleiche Linie, nur weiter. Ich glaube, das war ganz schlau, dass du da drauf gehabt hast. Ja, der liegt nicht schlecht. Deutlich weiter. 20 Meter ausgeschnallt auf dem Bernd. Und apropos aufschnallen, da kommt er, unser Aufschnaller Gernot. Super Drive, bravo! Sehr schön, geradeaus rausgespielt, genau wie den Daumenabschlag. Zufrieden, Gernot? Ja, super. Er ist zufrieden. Und damit kann Andi jetzt natürlich wie immer riskieren. Ah, der ist links weg. Und damit wird es der Longest Drive von Gernot, der weitergespielt wird. Nach dem exzellenten Abschlag von Gernot bleiben jetzt noch 195 Meter. 195 Meter übrig bei leichtem Gegenwind und 7 Grad. Kein Problem für den Herrn. Holz 3. Die Frage ist nur, kann das Holz 3 weiter fliegen als der Driver? Ja, es kann. Yes, he can. Am Grün. Der Ball ist am Grün. Wie gibt's das, Gernot? Der liegt gar nicht schlecht, der ist am Grün. Glaube nicht. Der ist am Grün. Glaube nicht. So, Andi, du könntest dir auch den Ball sparen. Nur damit ich warm bleibe, spiele ich ihn jetzt. Ja, hört sich schon an auf alle Fälle. Ja, und jetzt ist er weg. Vor! Vor! Larry und Iggy. In Gefahr. 100 Meter nur mehr. Gap Wedge für den Bernd. Vor, in oder über den Bunker, fragen sich die Leute vorm Bildschirm. Bekannt als Birdie Bernd, das sollte die Fragen beantworten. Ja, bravo. Richtig starker Schuss. Philipp, eigentlich schon wieder nur Formsache. Ach, der kommt gut. Hat er die Länge? Da liegt, glaube ich, richtig knapp. Bernd und ich verfolgen scheinbar die gleiche Strategie. Für welchen Ball werden wir uns entscheiden, ist die Frage. Weil die beiden ja wirklich sehr knapp beieinander liegen. Bernd, welchen nehmen wir? Und Gernot mit dem Chip zum Birdie. Nach dem unglaublichen zweiten Schlag, nach dem Dreierholz, dass er einmal zu Weihnachten und dann einmal zu Ostern so trifft. Guter Chip. Sogar einfach, ja. Bravo Gernot! Bravo Gernot! Bravo Gernot! Zufrieden mit deinem Partner, Andi? Ja, super, wie immer. Wie immer. Ich bin das Loch komplett alleinig. Nein, ich bin zum Chipmatt-Deppern, das ist komplett egal. Gut Spiel habe ich wie ein Platzreifeschüler. Die beiden Herren machen immer eine Wissenschaft daraus, aber der Erfolg gibt ihnen bis jetzt recht. Das alles mitschneiden würden, hätten wir Material. Für 7 Jahre? Für 7 Jahre, ja. Ja, Linie hat gut ausgeschaut, bisschen zu viel Pace, aber über das sprechen sie ja vorher nie, es geht immer nur darum, wie viel bricht es. Es geht immer darum, 20 cm übers Loch zu kommen bei Aimpoint. Das ist ihm Bernd gelungen. Auch der ist 20 cm über dem Loch, Gernot mit dem Alternativ-Putter. Mit seinem neuen Gerät. Geht gleich gut. Bravo Gernot! Bravo Gernot! Und damit ist der Druck beim Andi. So Andi, spürst du den Druck? Nein.
Der Gernot wollte dich ein wenig unter Druck setzen, damit du jetzt so richtig performen kannst. Na wurscht, die haut er nicht so vorbei. Part aus einem Meter zum Paar. Aus einem Meter, aber das sind nicht einmal mehr 50 cm. Schwerer Part. Das ist eine Aufgabe für uns. Schwerer Part. Ja, den lasst ihr einleben, bravo. Mitte Lauch. Da ist das Paar. Jetzt haben wir drin im Spiel. Und Bernd mit dem Part zum Paar. Ganz sicher, bravo, weiter geht's. Knapp über den Damenabschlag haben es auch Larry und Iggy geschafft. Mit viel Gefühl auf der Bremse stellen sie das EK ab. Paar 344 Meter, Eisen 8. Rückenwind, Fahne kurz, schweres Szenario. Philipp mit viel Devot. Schafft es bis ans Ende des Grüns. Da kann der Bernd jetzt voll riskieren. Macht er mit dem 8er, macht er mit dem 9er. Eisen 9 von Bernd. Sobald er den Ball aufgehittet hat, geht's los. Es kann sich nur immer um Stunden handeln. Ein echter Wolfsberger Longhitter, unser Bernd. Tut sich nur beim Auftien schwer. Jetzt spielt er ihn ohne Tee. Braucht er nicht, sagt er. Ist der lang genug, dann ist er gut. Fin for spin. Bravo, Bernd. Am untersten Groove, aufs Grün gebracht. Strategie wird geändert beim Andi und Gernot. Andi startet. Ja, auf dem Loch fühle ich mich nämlich nicht so sicher nach. Am Wasserball, am Socket und am Grüntreifer. Und auch sauber aufgeteet, innerhalb von 50 Sekunden. Kann wenig schief gehen. Ja, Treffer, Kontakt, guter Schlag. Bravo. Der war super. Gernot, schlägst du trotzdem ab? Er parkt ein. Er spart sich die Kraft und wir fahren weiter. Oh, er kommt doch, er will es wissen. Eisen 6. Habe ich genug Bälle mit. Eisen 7. Eisen 7 mit dem Rückenwind. Oh, super Schlag. Noch näher, Fragezeichen. Ja. Nein, im Wasser. Aber er hat genug Bälle mit. Aber genügend Bälle in der Tasche, oder? Natürlich. 2-3. 2-3. Der Score. Ist der Score wahrscheinlich auch, ja. Außer ihr habt jetzt einen Hänger. Kompletten Aushänger, genau. Einen Texthänger. Unglaublich schnell, schon wieder über den Ball, bereit zum Schlagen. Ja, super Part, Bernd. Kann man nehmen. Das ist geschenkt zum Paar und damit der Score wirklich 2-3. Da kommt nicht runter und damit die 3 eingetötet. Der Mann ohne Plan, Gernot, zum Birdie, kann er einen machen. Für solche Parts ist er bekannt. Kann man den schenken, Bernd? Noch nicht, sagt er. Aber es gibt noch einen zweiten Herrn in der Mannschaft. Andi, am Weg zum Loch. Entfernt den Käfer. Ja, genau. Der hat die Länge. Aber die Richtung nicht. Ich mag nicht mehr warten. Können wir irgendwas anderes tun? Ich nehme einen Treiber und hau von da an hinten ins Haus rein. Da haben die Leute mehr davon. Wirklich, schau dir das an. Ist gescheiter, wenn du was siehst, glaube ich. Ich sehe gar nichts. Andi sieht nichts, Gernot sieht nichts. Jetzt wird gepattet zum Paar. Hau einen Käfer hin oder irgendwas. Ja, absolute Lochsperre heute. Los geht's. Patt zum Paar, der wäre wichtig, um im Spiel zu bleiben. Sehr gut. Bravo, Andi, super Patt. Bravo. Das geht eh. Bravo, Gernot, zufrieden? Mein Partner macht das schon mit der kalten Schnauze. 304 Meter Loch 6, ein charmantes Paar 4 mit Graben zwischen dem Grün und dem Fairway. Bernd mit dem Dreierholz einen ins Spiel bringen, der Plan. Steht sehr weit links im Spiel. Spielt sehr weit rechts ins Spiel. Natürlich liegt auch der. Heute wirklich egal, wo die Herren den Ball hinbrennen. Irgendwie liegt er immer. Philipp. Holz 3 auch bei mir. Über welchen Baum bringst denn du ins Spiel? Links und dann soll er rechts kurven. Okay. Links und dann kurft er links, genau wie besprochen, liegt aber sicher. Ja, der liegt hier wirklich sicher. Beim Bunker. So, Gernot, kannst du den Dreierholzschlag wiederholen, den letzten von dir? Probieren wir mal. Er probiert. Guter Schuss. Der große Slice. Nein, das war's. Der liegt, oder? Nein. Der liegt nicht mehr. Der liegt da. Und damit kann Andi riskieren. Gernot, links spielen hier, das dem Loch. Guter Catch und Andi mit dem Holz 3.
Ja, der ist perfekt. Mitte Bahn. Genau so soll er gespielt werden. 113 Meter, gute Ausgangsposition, super Winkel. Lass dann wieder einkatten. Ja, da warst du ganz gut. Ja. Nun auch Bernd aus 113 bricht den immer gleichen Satz, da brauche ich nicht mehr viel tun. Philipp spielt uns heim. Ja, auch der sehr gut. Der sehr gut. Go. Nur trotzdem nicht guter Schlag, Bernd. Ganz mit der Länge ausgestattet, unser Bernd. Was kann Gernot? 106 Meter. Ich sag immer eins mehr, als wir glauben. Pitching Wedge. Ich spüre einen Reise. Guter Schlag, sehr guter Schlag. Bravo. Bravo, Gernot. Bravo, Gernot. Bravo, Gernot. So kennen wir dich, die Maschine. Und apropos Maschine, jetzt geht's beim Andi weiter. Andi mit dem Pitching Wedge. Ja, der ist rechts weg. Der ist Harvey. Bis das 100 Meter nicht einmal den Bunker nehmen können. Part zum Birdie. Gernot geht schauen auf dem Par 4. Das letzte Loch bei Teil 1. Nächste Woche geht es dann weiter bei Teil Nummer 2 im Texas Scramble Match. Mhm. Da sind wir voll gut drauf, ich versprich's Ihnen. Bitte schalten Sie wieder ein. Teil 2, da werden die Herren aufgeigen. Heute noch der letzte Part wahrscheinlich zum Birdie. Den machen sie normalerweise. Alle schauen gespannt zu. Ja, nur mit. Ja, super Linie. Geschenkt, Bernd? Ja, geschenkt. Jawohl, der ist geschenkt und damit steht das Paar auf der Scorekarte bei den Herren. Und Gernot kann jetzt voll riskieren. Schade, genau auf der Linie. Das Paar ist notiert. So, mit einer deutlich besseren Ausgangssituation zum Birdie. So wird's, Bernd. Schade. Leider knapp vorbei, der ist auch geschenkt. Schade. Ach, der vielen Dank fürs vorbei. Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Hollywood Gold.